Und wenn Sie in dieser Situation, wo Sie die Kompensation bekommen haben, trotzdem Preise, die so hoch sind wie nie, sagen, Sie können nicht Milch produzieren und können Ihren Kosten nicht decken, dann sollen Sie die Milchproduktion verlassen. Einen Vorschlag geben. Es wird keinen Vorschlag von dieser Kommission und es wird auch keinen Vorschlag von der zukünftigen Kommission, eine Weiterführung von den Quoten. Das kann ich Ihnen versichern. Und selbst wenn es dazu kommen sollte, wird es keine Mehrheit im Rat geben für so einen Vorschlag. Heute haben wir Preise in Deutschland zum Beispiel, wie das gesagt wurde, die viel höher liegen. Und wie ich das unverschämt darauf aufmerksam gemacht habe, dass Sie haben es auch zusätzlich 3,5 Cent bekommen in Direktzahlung abgekoppelt, dann verstehe ich nicht diese ganze Rederei, wieso es unmöglich ist, unter diesen Umständen eine Milchproduktion aufrechtzuerhalten. Wenn es vorher möglich war, warum ist es dann nicht möglich in der Zukunft? Ist produzieren und nicht die Brüssel sagen, wie viel wir produzieren dürfen. Das ist, was Ihre Einstellung ist. Und das sollte auch Ihre Einstellung sein und nicht einfach sagen, wir wollen die Quote einhaben.